Leute, wir haben gerade den geilsten Topf bei Ikea gefunden. Quaschle. Also wenn das schief geht, Hella, dann suche ich mir eine andere Frau. Die ganzen Nudeln liegen hier auf dem Boden. Bravo, Tom, bravo. Den ersten Satz überspringe ich immer. Ja, Apfelkuchen-Eis. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was auch sonst. Heute gibt es natürlich wieder mal eine Ess-Challenge. Wir haben halt immer einfach Hunger und dieses Mal haben wir uns was überlegt. Es hat was mit dieser Farbe zu tun, gelb. Und blau. Es ist ein Unternehmen, das nennt sich Ikea, jeder kennt es, glaube ich. Und die verkaufen nämlich nicht nur Möbel, sondern auch Essen. Und wir wollen heute einen Tag lang nur von Ikea-Essen leben. Es ist jetzt 11 Uhr, wir haben noch nicht gefrühstückt. Das heißt, wir werden jetzt erstmal bei Ikea frühstücken, dann jede Menge Sachen einkaufen, die mit nach Hause nehmen und dann davon auch Mittag, Abendbrot essen und irgendwelche Snacks zwischendurch. Ich bin richtig gespannt, weil ich tatsächlich bis jetzt immer nur Hotdogs da gegessen habe. Ja, ich auch. Seid gespannt, was es dann noch so gibt. Ich bin auf jeden Fall gespannt und viel Spaß. Weißt du schon, was du nimmst? Clanspula. Ich wusste nicht, dass sie das haben. Hier ist auch eine Veggie-Form von Köttbula. Oh, nice. Richtig nice. Und ich finde die Preise auch echt in Ordnung. 4,95 für eine ganze Mahlzeit. Das geht ja, fit. Ja, mega. Hier kann man solche Wagen mitnehmen. Wie geil ist das denn? Alter, wie nice. Oha. Wir haben uns hier jetzt so richtig geile Sachen in diesem Restaurant bei Ikea ausgesucht. Und zwar habe ich jetzt hier einmal dieses vegane Köttbula. Das wollte ich unbedingt probieren. Richtig nice, dass sie das jetzt haben. Dann haben wir hier noch so ein Bruschetta. Ja, das sind einfach gehäckselte Tomatenscheiben und Zwiebeln. Dann noch so ein Brötchen mit Lachs. Und dann noch so ein Salat. Was auch irgendwie. Naja, da ist auch noch so ein Brot dabei. Das ist so ein schwedisches Sandwich. Ich wusste gar nicht, dass es hier so viel Leckeres zu essen gibt bei Ikea. Ja, mega gut. Wir werden es jetzt mal kosten und dann sagen wir erstmal, ob es lecker ist. Guten Appetit. Ich schmecke gar keinen Unterschied zu normalem, weil ich das so lange nicht mehr gegessen habe. Aber das ist ja so typisch Ikea irgendwie. Echt? Ich habe das noch nie gegessen. Ich habe das Ewigkeiten her das letzte Mal gegessen und deshalb schmecke ich gar keinen Unterschied zu normalem Fleisch. Ich frage mich, wie man dieses Sandwich essen soll. Es soll halt ein ganzes Sandwich sein, aber... Es sieht eher aus wie ein Salat. Wie so ein Salat mit Brot dabei. Du hast ganz schön viel Belag. Ja, zu viel. Den Rest esse ich, glaube ich, als Salat. Funktioniert nicht so. Wow. Schmeckt's? Aber es schmeckt auch gut. Nice. Also das Ganze hat jetzt 20 Euro gekostet, aber dafür, dass wir eigentlich vier Gerichte genommen haben, also es sind ja vier verschiedene Teller, plus zwei Getränke, finde ich, ist das echt kein schlechter Preis. Ich finde die anderen Sachen waren besser. Das ist nicht hundertprozentig meins. Was hat dir am besten gefallen? Die Köttbula oder die Veggiebula oder wie die auch immer heißen, die waren richtig gut. Und das Brot ist richtig, richtig der Burner. Und das hat auch nur 1 Euro gekostet, dieses Bruschetta. Was ist deine Gesamtbewertung sternemäßig? Schon 5 von 5, muss ich echt? Sagen. Von mir gibt es 4 von 5, weil das eine Brötchen war jetzt nicht der Burner. Ja, das stimmt. Aber ich finde Preis-Leistungs-Verhältnis ist echt mega gut. Ja, das stimmt. Wo gehen wir jetzt durch lang? Ikea durch? Ja. Oh, wir gehen jetzt nochmal durch Ikea durch und kaufen vielleicht ich noch was. Ich liebe es hier einfach. Das Ding ist, das inspiriert einen so sehr, seine eigene Bude so geil einzurichten. Und danach essen wir vielleicht noch Mittag hier, oder? Ja, ich möchte unbedingt so eine Waffel essen. Ich möchte unbedingt Grünkohl essen. Nee. Die meisten Leute kennen das bestimmt gar nicht, Grünkohl. Brauchen wir noch was für unseren Haushalt? Ja, noch ein neues Sofa. Ja, genau. Spaß. Unser Sofa ist richtig cool. Leute, wir haben gerade den geilsten Topf bei Ikea gefunden. Der ist nagelneu. Da kann man nämlich Nudeln abgießen. Und wir essen ja so oft Nudeln. Dann kann man den einfach so kippen. Der Deckel fällt nicht ab. Mega praktisch. Dann dreht man den Deckel bis dahin und dann kann man es abnehmen. Das ist ja so genial. Hella bleibt überall stehen und sitzen. Komm weiter. Nein, nicht überall. Nur manchmal. Das Beste an Ikea, die Fundgrube. Der place to be. Ja, ich habe hier ehrlich gesagt noch nie was gekauft, aber es ist immer spannend hier durchzugehen. Ja, schon. Ich gehe hier auch gerne durch. Als nächstes gehen wir ins Schweden-Bistro und jetzt kaufen wir erstmal in unserem Einkaufsladen hier ein. Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist das? So eine Creme.
Ja, irgendeine Creme. Creamed Smoked Fish. Das ist Fisch als Creme. Mm. Oh, das ist echt komisch. Wir sitzen wieder im Auto. Wir haben hier uns leckere Sachen mitgebracht. Einmal so ein Veggie-Hotdog. Feier ich mega. Der kostet nur 50 Cent. Und da ist der ganze Hotdog einfach dabei. Finde ich echt krass. Was ich daran auch gut finde, ist, sonst sind ja die Veggie-Sachen teilweise so bei anderen Läden teurer als die normalen Sachen. Und hier ist es halt einfach günstiger, damit die Leute diese Veggie-Sachen kaufen. Feier ich. Was hast du denn noch gekauft? Ich habe mir so eine Waffle gekauft. Die sieht so lecker aus, wirklich. Die wollte sie die ganze Zeit schon essen. Und ich bin übrigens noch voll satt von diesem Frühstück. Deswegen haben wir uns jetzt nur so eine Kleinigkeit gegönnt. Aber es war auch schon wieder zu viel, das Frühstück. Das riecht so gut. Aber die ist sogar ein bisschen warm. Okay, sie ist auch nicht warm. Ich esse jetzt mal meinen Hotdog. Hella kann mich mal filmen, dann kann ich euch... Ich glaube, Hella filmt mich heute doch nicht mehr. Was hast du da jetzt drauf gemacht? Rotkohl? Rotkohl, Zwiebeln, also diese gerösteten Zwiebeln, Ketchup und dieses Dressing, was die mal haben, weil ich das mega lecker finde. Schmeckt halt nicht ganz wie das normale Hotdog, aber ich finde, es ist halt anders, aber genauso lecker. Wir sind zu Hause angekommen und jetzt werden wir mal schauen, was wir eingekauft haben. Wir werden es aber noch nicht essen, sondern wir werden jetzt erst etwas vorbereiten. Und dann fahre ich zum Reiten und dann werde ich wiederkommen und dann werden wir diese riesen Mahlzeit essen, die wir hier besorgt haben. Und zwar, nein, noch nicht reinschauen. Oh Mann. Wir fangen an mit etwas, was man vorbereiten muss. Und zwar diesem Brot. Richtig cool fanden wir das. Das ist einfach ein Brot, wo man nur Wasser reingießen muss. Da muss man es ein bisschen kneten. Dann tut man es in die Form rein und dann geht es in den Backofen. Und dann werden wir heute Abend dieses Brot essen. Hast du schon mal Brot gebacken? Nein. Aber das ist ja eigentlich idiotensicher, weil da muss man echt nur Wasser reinfüllen und kneten. Also wenn das schief geht, Hella, dann suche ich mir eine andere Frau. Ich glaub's nicht. Ich werde jetzt 425 Milliliter hier reingeben von heißem Wasser. Ist das 45 Grad heiß? Ich weiß es nicht. Muss das 45 Grad heiß ja, sein? Ja, das steht da drauf. So, oh mein Gott. Aber das sieht richtig delicious aus, das Brot. Leute, ja. Ihr seht es nochmal von nahem. Jetzt mache ich den Brotteig auf. Jetzt gebe ich das Wasser hier dazu. Kipp rein jetzt die Lutze da. Okay, und jetzt wird geknetet. Knete. IKEA hat's einfach raus. Die sind einfach innovativ und nice. Also wirklich, das Video gefällt mir. Es ist mal lecker, das Essen. Es ist nicht teuer und es ist innovativ. Der Fail ist nur, dass das hier unsere einzige Backform ist. Und guckt euch an, wie hoch die ist. Die ist einfach mini klein. Das heißt, das wird so ein... Haben wir nicht noch eine andere? Nein, das ist die einzige. Das wird so ein mini kleines Brot und ganz breit. Das hat halt auch irgendwie nur 1,50 oder 2 Euro gekostet. Ich meine, Brot im Laden kostet auch nicht viel mehr, aber... Selbstgemacht ist auch noch cooler. Mmh. Oh Mann, ey, das wird ein richtig flaches Brot. Ich finde es echt cool, dass es solche Sachen bei IKEA gibt. Das muss man halt auch mal sagen. Ne? Nicht nur Möbel, sondern auch Essen. In der Zeit, wo der Backofen jetzt gerade noch vorheizt, werde ich mir jetzt ein kleines Getränk hier mixen. Das ist aber nicht von IKEA. Nee, das Wasser jetzt nicht, aber ihr werdet es gleich sehen. Dieser Sirup, den haben wir leider schon gekostet, der war nicht so zu verkaufen. Wir haben auch noch einen anderen. Das ist, glaube ich, Holunderblüte oder Drickfleder. Drickfleder? Und den werde ich jetzt mal probieren. Der schmeckt auf jeden Fall richtig gut. Leute, wisst ihr, wie Skiwasser schmeckt? Der schmeckt so wie Skiwasser. Das sieht irgendwie cool aus. Sieht aus wie so eine Sprite jetzt. Oh, ich glaube, der schmeckt richtig gut. Prost. Nice. Sehr nice. Okay, dann stellen wir das Brot jetzt im Backofen. Rein da. Und jetzt muss das genau eine Stunde da drin bleiben. Und Hella, du gehst jetzt in den Stall und wenn du wiederkommst, ist das Brot fertig. Oh, ich bin total gespannt. Darf ich das schon probieren zwischendurch? Nein. Oh, doch. Nein. Das kannst du gar nicht kontrollieren. Wehe, du bist ja nicht da. Wehe. Was wenn? Was wenn? Dann gibt's Schläge. Dann geh jetzt mal in den Stall und dann sehen wir uns später wieder. Bis später. Tschüss. Mittlerweile ist eine Stunde vergangen. Ich bin ganz gespannt, ob das Brot jetzt fertig ist oder ob es vielleicht sogar schon verbrannt ist. Ich werde jetzt mal den Backofen mit euch gemeinsam öffnen. Und Leute, nicht Hella verraten, aber ich mache mir gerade ein Brot, weil ich einfach so Hunger habe und Hella mir verboten hat, von diesem Brot zu essen. Ich öffne mal den Backofen.
Voll heiß, ey. Oh, wow. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich schneide das, glaube ich, mal mit einem Messer an. Boah, das ist richtig hart. Vielleicht war es doch zu lange drin. Ich glaube, ich muss nochmal die Verpackung aus dem Müll rauskramen. Okay, Leute, richtig großer Fail. Und zwar habe ich mir jetzt mal die Packungsbeilage durchgelesen, die Hella sich ja vorher durchgelesen hat. Sie hat aber natürlich das nun mal wieder überflogen, denn im ersten Satz steht: Tun Sie bitte Pflanzenöl auf diese Backform. Ja, das haben wir natürlich nicht gemacht. Das heißt, das Brot wird jetzt wahrscheinlich richtig schön festkleben an der Backform. Leute, ich probiere es jetzt einfach so. Oh Mann, ey, das ist richtig hart, Leute. So viel dazu, ein idiotensicheres Brot. Ich habe jetzt mal versucht, die eine Hälfte da rauszukratzen. Allerdings klappt das. Oh, hier ist ein Stück, das probiere ich jetzt. Oha, das schmeckt mal so nice. Vor allem so schön knusprig, also ihr müsst es extra lange braten. Braten vor allen Dingen. Es ist halt so weird, man kann das jetzt halt so essen und hier oben einfach was drauf schmieren und dann als Brot essen. So kann man auch Brot backen. Jetzt muss es da drin auskühlen, was ich halt auch nicht verstehe, weil der natürlich noch warm ist. Aber ich lasse einfach mal die Tür so offen. Es ist 21 Uhr schon. Hella ist immer noch nicht wieder da. Ich weiß auch nicht wieso. Ich habe ja schon geschrieben, wann kommst du wieder? Wann soll ich anfangen zu kochen? Keine Antwort. Ich fange jetzt einfach mal an zu kochen, weil ich habe so Hunger und ich kann es einfach nicht mehr abwarten, bis Hella wiederkommt. Deswegen werde ich jetzt mal den Topf hier öffnen. Denn es wird was aus dieser Tüte geben und was es genau geben wird, das werde ich jetzt mal rausholen. Denn es wird diese Bestiza geben. Das sind Nudeln in, ich glaube, Hirsch- oder Elchform. Dazu wird es diese Soße geben. Das ist eine Alle Manstretten. Ist so eine braune Soße, Leute. Diese braunen Soßen sind einfach immer gut. Damit kann man nichts falsch machen. Und als nächstes müssen wir eben zum Gefrierfach gehen, denn wir haben noch mehr Sachen eingekauft. Die sind hier drin. Und Trommelwirbel, es sind Röstis. Also Kartoffelpuffer. Nein, Spaß, es sind tatsächlich keine Kartoffelpuffer. Aber die haben wir auch bei Ikea gekauft. Wollten wir eigentlich noch zum Mittag essen. Aber wir waren noch so satt von diesem Hotdog und allen möglichen, dass wir die jetzt nicht mehr gegessen haben. Aber wir werden die mal die nächsten Tage verkosten. Und ja, aber es wird diese wundervollen Huvudroll geben. Ich bin echt gespannt, wie das schmecken wird. Und das werde ich jetzt mal machen. Ihr glaubt es nicht. Ich dachte, ich bin schlau. Ich bereite alles schon mal vor, bevor ich jetzt das Video anfange, weil ich mit einer Hand immer unfähiger bin als mit zwei Händen und ich ja immer noch die Kamera halten muss. Ja, alles schön vorbereitet, ne? Öl in der Pfanne, Wasser in den Topf. Der Topf ist schon fertig. Und was passiert mir dann? Die letzte Sache, die Nudeln aufmachen. Oh, und jetzt sieht es hier so aus. Die ganzen Nudeln liegen hier auf dem Boden. Naja, ihr kennt ja alle die 3-Sekunden-Regel. Alles, was in 3 Sekunden vom Boden aufgehoben wurde, darf noch gegessen werden. Ich habe es natürlich geschafft, in 3 Sekunden alles vom Boden aufzuheben. Ihr wisst ja, ich bin super schnell. Naja, auf jeden Fall werde ich das hier jetzt mal in den Topf kippen. Da wird es ja eh nochmal schön heiß und dann die ganzen Bakterien vom Boden sterben dann. Hoffe ich jedenfalls, dass das die Wahrheit ist. Und das muss jetzt 6-7 Minuten kochen. Und in derselben Zeit werde ich schon mal diese Huvudrolls in die Pfanne tun. Die müssen nämlich 10 Minuten in dieser Pfanne braten und sind dann auch fertig. So sieht es dann in der Tüte aus. Die sehen echt aus wie normale Meatballs oder so. Ich gehe da nochmal alle rein. Falls essen wir den Rest dann morgen. Und in derselben Zeit wärmt hier schon das Wasser auf für die braune Soße. Die kommt dann da gleich rein und dann ist das Essen auch schon fertig. Wie schnell geht das heute bitte einfach alles? So, rein da. Brauche ich noch schnell was zum Umrühren? Keine Ahnung. Wow. Wow. Oh Gott. Das ist irgendwie so ein bisschen klumpig geworden. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Vielleicht sollte ich mal den Herd ein bisschen runterdrehen. Na, der steht schon auf 2. Oh mein Gott, was passiert hier? Ich habe das doch nur auf 2 stehen. Ach, das ist der falsche. Der steht noch auf 8. Oh, ich bin so doof. Jetzt werde ich, während diese ganzen Sachen fertig werden, unser Getränk vorbereiten, denn das wird dieser Smoothie sein. Der heißt Fruchtstand. Das wird auf jeden Fall mein Smoothie sein, den habe ich mir ausgesucht. Und das hier ist Hellas Smoothie und das werde ich in diesen Mixer zubereiten. Zubereitung, 140 Gramm Smoothie-Mischung, über Nacht im Kühlschrank. Super, haben wir natürlich gemacht, über die Nacht im Kühlschrank gehabt. Bei Zimmertemperatur für 2 Stunden oder in der Mikrowelle bei 50 Watt für 1 Minute auftauen lassen. Haben wir natürlich auch gemacht. Ich tue das jetzt einfach in den Mixer, alles zusammen und tue da ein bisschen mehr Wasser rein und dann wird das schon schmecken.
Oh mein Gott, ich glaube, das reicht für 20 Personen, ey. Ich glaube, ich mache meinen heute doch noch nicht und mache den mal die nächsten Tage. Tu hier jetzt noch ein bisschen Wasser rein. Einfach gut Glück. Bravo, Tom, bravo. Funktioniert natürlich mal wieder erste Klasse, wenn man immer so gut nach Anleitung geht. Ich habe da jetzt einfach noch ein bisschen heißes Wasser reingekippt und das dann weiter gemixt. Dann ist das nämlich ein bisschen geschmolzen. Aber Leute, das sieht aus wie Slush-Eis. Oh mein Gott, das muss ich jetzt erstmal probieren. Köstlich. Mmh. Und Leute, ich glaube, ich habe gerade gesehen, Hella ist gerade angekommen. Wir gehen jetzt mal zur Tür und empfangen sie. Das Essen ist fertig. Wie perfekt habe ich gekocht. Einfach zur perfekten Zeit. Hallo. Hallo. Schau dir das an. Gollum hat seine Trense kaputt gerissen. Oh, so ein Vogel. Ja, richtig dumm. Es duftet hier gut. Echt? Ah ja, richtig gut, richtig schön. Hella, du hast beim Brot vergessen, diese Schale mit Öl einzureiben. Oh, das musst du mal machen. Ich dachte, du hast die Bedienungsanleitung gelesen. Stand das da drauf? Ja, im ersten Satz. Den ersten Satz überspringe ich immer. Vor allen Dingen so viel zum Thema Idiotensicher bei dem Brot, ne? Es ist so ein Stückchen abgebrochen dann und das musste ich natürlich probieren. Da unten ist es drin, im Backofen. Im Backofen? Das sieht ja so lecker aus. Geil! Richtig. Mega! Ich find's richtig lecker. Mhm. Ja, das reicht. Es gibt nämlich jetzt noch was anderes zu essen. Ich habe nämlich gekocht. Gibt's hier leckere. Oh mein Gott! Ja, die können jetzt auch aus. Und du kannst mal den neuen Topf jetzt ausprobieren und das Wasser damit abgießen. Oh mein Gott, wie praktisch ist das denn? Es ist so gut. Jetzt kann ich sogar das abgießen. Die Hälfte davon lag auf dem Boden. Hella? Die Hälfte davon lag auf dem Boden? Ja. Wie auf dem Boden? Ja, die ist mir runtergefallen, die Packung. Aber egal. Unser Boden ist ja so sauber. Ja, wie geleckt. So, Tisch ist gedeckt, sieht super romantisch aus. Oh, diese Nudelform ist irgendwie so witzig. Ich glaube, das ist... Das sind das? Elche oder Hirsche oder sowas. Witzig. Sehr schön. Ich will auch noch welche haben. Du kriegst ganz viele, damit du groß und stark wirst von Bin ich doch den schon. Pflanzen. Ich liebe diese braune Soße. Mm. Und jetzt Geschmackstest. Ich bin gespannt, wie unser tolles Gericht hier schmecken wird von IKEA. Ein bisschen zu lange gekocht, die Nudeln, wie ich gerade schmecke. Köstlich. Schmeckt's? Mhm. Schmeckt so wie heute Mittag oder heute Morgen? Die Soße ist ein bisschen anders, glaube ich. Okay. Ja, die ist auch sehr aufgekocht. Ich habe aus Versehen den Herd runtergestellt, wo die Nudeln drauf standen und wollte eigentlich den Herd runterstellen, wo die Soße drauf stand. Vielleicht gibt es noch Nachtisch. Ich habe denen schon gezeigt, dass wir ja auch noch Kartoffelpuffer hatten, die wir aber jetzt nicht mehr gegessen haben. Dafür wollen wir gleich den Nachtisch essen, den wir noch im Gefrierfach haben. Weißt du was? Mhm, das wird lecker. Ja, glaube ich auch. Also morgen wird das Wetter gut, Hella. Ich habe meinen ganzen Teller komplett leer gemacht. Deiner auch. Sehr schön. Dann haben wir morgen endlich wieder gutes Wetter. Endlich. Aber morgen soll es, glaube ich, regnen. Nein, jetzt wird gutes Wetter, Hella. Okay. Kannst du den Nachtisch bitte holen? Ja, muss man den irgendwie aufwärmen oder so? Hol den erstmal her, wir gucken dann drauf. Apple Cake. Zubereitung. In Raumtemperatur für mindestens 6 Stunden auftauen und über Nacht im Kühlschrank stellen. Nach dem Auftauen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 2 Tagen verzehren. Oh, Tom, wir sind so dumm. Wir sind so doof. Naja, lass ihn einfach so essen, oder? Beiß mal ab. Mmm. Kann man das essen? Ja, Apfelkuchen-Eis. So kommt man auf neue Kreationen. Das sieht auch richtig lecker aus, als wäre es so Apfelmus hier oder so. Ich würde sagen, wir lassen den auftauen und essen den dann morgen ganz in Ruhe. Es ist 22.17 Uhr, wir essen halt auch viel zu spät. Wir haben noch eine Kleinigkeit fast vergessen, die du noch essen musst, Tom. Das hier. Oh nein. Oh. Das ist so ein Fisch. Okay, wir waren halt einkaufen und man muss dazu sagen, es hat ja heute wirklich alles sehr, sehr lecker geschmeckt. Mm. Und dann dachten wir, wir nehmen noch eine Sache mit, die so ein bisschen brenzlig ist, weil im ersten Moment dachten wir uns einfach nur so, nee, wie eklig, das nehmen wir nicht. Und dann dachten wir so, doch, wir müssen auch mal sowas probieren. Das ist nämlich Fisch außer Tube oder so. Ich weiß es nicht genau. Kalles Original. Oh, das riecht schon richtig fischig. Ich mach das jetzt mal aufs Brot. Aus geräuchertem Fischrogen. Fischrogen ist ja Fischeier aus dem Bauch der Fische. Also noch nicht sozusagen die gelegten Eier, sondern aus dem Bauch der Fische. Ja, und das dann geräuchert und dann schön zu so einer Pampe zusammengemacht. Und? Mm. Nee. Mm. Mm. Oh, das schmeckt so richtig intensiv nach Fisch. Hella isst lieber weiter ihren Apfelkuchen, ey.
Köstlich, oder? Das müsst ihr mal probieren, das schmeckt richtig gut. Ja, also ich fand, heute haben alle Sachen richtig gut geschmeckt. Bis auf diese Fischcreme, die wir zuletzt getestet haben. Fazit dieses Videos ist, es lohnt sich auf jeden Fall bei IKEA Sachen einzukaufen. Also auch das Essen ist wirklich gut, die Möbel ja eh. Ich glaube, jeder hat irgendwie ein IKEA-Möbel bei sich zu Hause. Ja, mir hat eigentlich echt alles richtig gut geschmeckt, vor allen Dingen, als wir da gegessen haben. Bin sehr, sehr begeistert. Also IKEA kriegt von mir eine 10 von 10, muss ich sagen. Das Gute auch noch an den ganzen Sachen ist, die sind jetzt nicht komplett überteuert. Man weiß, war alles bezahlbar. Ja. Wir haben, glaube ich, heute insgesamt 43 Euro oder so ausgegeben. Und wir ja, haben so viele Sachen. Genau, noch lange nicht alles aufgegessen. Also es ist ja noch genug da, auch von diesem Sirup und so. Das können wir ja noch Tage trinken. Man muss auch sagen, was ich wirklich feiere, dass die Veggie-Produkte ja auch günstiger machen als die Fleischprodukte. Und das finde ich eigentlich echt einen richtig guten Ansatz, muss ich sagen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir würden uns riesig über einen Daumen nach oben freuen und auch ein Abo. Also ganz viele Leute schauen hier unsere Videos und sind kein Abonnent von uns. Das geht ja gar nicht. Wir wollen auch mit diesem Kanal natürlich die 100.000 Abonnenten irgendwann knacken. Ja. Und wir müssen uns nochmal überlegen, was wir dann machen müssen. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis nächste Woche. Tschüss.